Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Gregor Hauseder und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung bzw. Vortragsserie rund um das Thema Philosophie und Leben hier im Veranstaltungszentrum Wiki, organisiert vom Familienforum Österreich sowie von der Österreichischen Frauenföderation für Weltfrieden und der Universal Peace Federation. Das gesamte Programm wird bis ca. 17 Uhr dauern und es wird grundsätzlich 4 Vorträge geben, wobei es nach jedem Vortrag eine halbe Stunde Zeit geben wird, um Fragen zu stellen und zu diskutieren. Ja, darüber hinaus wird es auch ein Mittagessen geben, wo Sie sich ausreichend für den Nachmittag stärken können. Außerdem ist hinten in der Ecke ein Gästebuch aufgelegt, wo man sich hineinschreiben kann. Und außerdem bitte ich, die Handys auszuschalten bzw. auf lautlos zu stellen. Ja, der erste Vortrag trägt den Titel bzw. geht auf die Frage ein, kann und soll Philosophie zur Entwicklung einer humanen Gesellschaft einen Beitrag leisten? Dieser Vortrag wird vorgestellt von Frau Magister Dr. Josephine Pabst. Frau Dr. Pabst ist Philosophin, Wissenschaftstheoretikerin und transdisziplinäre Kognitions- und Staatswissenschaftlerin sowie Präsidentin der Wissenschaftlichen Gesellschaft Indexicals, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Zentrum für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Philosophie der Kunst. Sie hat ihr Magisterstudium an der Karl-Franzens-Universität 1991 mit Auszeichnung abgeschlossen und 1997 promoviert. Und bevor ich jetzt das Wort an Frau Dr. Pabst übergeben darf, bitte ich noch Josef Gundacker, näher auf die Arbeit von Frau Dr. Pabst einzugehen. Ja, herzlichen Dank für euer Kommen. Ich möchte euch natürlich auch sehr herzlich hier in Graz wieder begrüßen. Ich freue mich immer, hier nach Graz zu kommen. Das wird schon das langsamer sein. Unser zweites, ein wichtiges Standbein für die Arbeit des Familienforums. Es freut mich heute ganz besonders, dass euch unsere erste Referentin, die Frau Dr. Pabst, vorstellen zu dürfen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir auch als ein paar persönliche Worte darüber zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange wir kennen uns, ja noch nicht so leid, ein Jahr oder so fast? Ja, so ungefähr. Und wir hatten dann also mal bei der Frau Dr. Pabst im Büro ein längeres Gespräch und das war für mich jetzt eigentlich sehr, sehr aufbauend und sehr berührend, weil und ich möchte wirklich jetzt auf diese Weise irgendwo also auch die Arbeit und das Anliegen von Frau Dr. Pabst das auch irgendwo hervorstreichen und würdigen, die, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig ist, gerade im wissenschaftlichen, philosophischen Bereich. Ja, und was mir persönlich also aufgefallen ist, also es ist ja wirklich also ein wichtiges Anliegen, auch im Wissenschaftsbereich also ein Thema reinzubringen, vor allem also das Thema der wesentliche geistige Aspekt, also des Menschen, diese Frage nach der Ursächlichkeit, nach dem Ursprung, diese Frage nach dem Leben überhaupt, nach den Werten, und auch die grundsätzlichen Werte, die Suche nach dem wahren, schönen und guten wiederzubeleben. Und ich glaube, also, das ist ein gerade ganz, ganz wichtiger Bereich, also, oder ganz wichtiges Anliegen, also gerade eh auch im wissenschaftlichen Bereich. Also, und und ich hoffe, dass wir auch in diesem Rahmen, also durch diese Veranstaltung, diese Arbeit sozusagen etwas auch unterstützen und fördern können. Also es freut mich,
dass wir hier Frau Dr. Papst begrüßen dürfen. Und ich schlage vor, wir möchte Sie erst aufs Podium bitten oder nach vorne bitten und wir begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Also zunächst einmal herzlichen Dank für die netten Einleitungsworte und auch herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf und ebenso für Ihr zahlreiches Erscheinen. Und das Thema, um das es geht, ist nämlich deshalb kein einfaches, weil eben Philosophie eines der ältesten Fächer ist und Philosophie jeden Menschen betrifft in jeder Kultur. Und im Prinzip hat jede Kultur eine Philosophie, also unabhängig davon, ob wir die Kulturen kennen oder nicht. Aber immer wenn es Menschen gibt, gibt es auch Fragen. Und in dem Moment, wo Fragen beginnen, haben Menschen mit Philosophie zu tun. Unabhängig davon, ob sie das aufschreiben, an die Wände zeichnen, singen oder in verschiedenen kulturellen Riten das wiedergeben. Und auch unabhängig davon, ob das eine vollständige Welterklärung ist oder ob das den Lebensalltag einzelner Lebensbereiche betrifft. Und in dem Moment, wo jemand eine Frage stellt über das eigene Dasein, dann geht er über das hinaus, was er einfach zum Beispiel nur braucht zum Essen, zum Trinken und so weiter. Und das ist eigentlich das Typische für die menschliche Gesellschaft in allen Kulturen. Und wo auch immer sie gelebt haben, also zum Beispiel gibt es eben es gibt Kulturen im südamerikanischen Raum, die Mayas, es gibt Kulturen im asiatischen Raum, es gibt Kulturen im europäischen Raum, in Indien, also überall. Und unsere Vorfahren beispielsweise sind die Germanen. Und es ist immer ein Versuch, eine Annäherung daran, dass man in der Welt lebt, sich fragt, was der eigene Sinn ist. Also wir haben jetzt erst die Fragestellung Sinn, also Sinn. Und zwar jetzt schaue ich dahin. Das erste Frage ist der Sinn meines Lebens. Der Sinn meines Lebens, aber das ist jetzt nicht die erste Frage, sondern jemand ist eingebunden in eine menschliche. Das ist jetzt die Eingebundenheit des Babys, das nicht damit beginnt, was ist mein, das Sinn meines Lebens, sondern das Baby beginnt mit, also das mag einmal Milch trinken, das wird geboren und es entwickelt sich und irgendwie haben wir das natürliche Empfinden und wissen, was das Baby braucht. Und das Baby, ohne dass es sprechen kann und ohne sich überhaupt zunächst die Frage zu stellen, was der Sinn meines Lebens ist, hat es so etwas wie unmittelbares Empfinden und unmittelbares Bedürfnis. Also wichtig ist unmittelbar. Unmittelbares, und ich schreibe jetzt unmittelbares Sinn und jetzt schreibe ich unmittelbares Sein. Das heißt, man hat früher immer geglaubt, die Babys, die sind einfach, ja, die haben kein rationales Denken. Und weil sie kein rationales Denken haben, können sie eigentlich auch nicht über sich einen Zugang haben oder ein Empfinden haben. Aber wir wissen inzwischen, dass Babys, die zum Beispiel eine Mutter haben, die alleine leben, dass die sich nicht entsprechend entwickeln. Also ein Beispiel sind die Wolfskinder. Also die Wolfskinder, man hat da in Indien im 19. Jahrhundert einige gefunden, die haben zum Beispiel dann einen Wolf als Vorbild genommen, als Beziehungsperson. Und natürlich haben sie dann Wolfslaute nachgeahmt und sind auch so gegangen wie die Wölfe. Und im europäischen Raum gibt es das 1829 als Beispiel, das jeder kennt, Caspar Hauser. Der wurde gefunden auf dem Hauptplatz in Nürnberg. Und der hatte nur die Worte sprechen können, ich möchte einer werden, wie mein Vater einer war. Also nicht in dieser vollkommenen Formulierung, aber in etwa. Und da gibt es natürlich viele Theorien darüber, wie das entstehen konnte
Und eine Theorie war natürlich, dass er der Sohn einer Prinzessin ist und es ging um einen Nachfolgestreit. Also, wir sehen, es kommt dann zu Konflikten. Oder man meint, der hat das nur vorgetäuscht, aber irgendwie scheint es nicht so zu sein, dass er es vorgetäuscht hat, sondern er war einfach in einem Verschlag untergebracht, hatte kein Licht gesehen, denn er konnte auch nicht sehen und hat keine menschliche Beziehung gehabt. Also ohne menschliche Beziehung wissen wir, dass wir Menschen zugrunde gehen. Wenn wir die Frage ist, was human ist, sehen wir, dass nicht alles, was Menschen machen, unserem Menschensein entspricht. Und jetzt ist die Fragestellung der Wissenschaft, die sagt unmittelbarer Zugang zu uns selber, also unmittelbares Sein, und wir können das auch für das Baby, für das Neugeborene annehmen. Und noch vorher, einfach sei mal Baby, weil wir jetzt oben haben, menschliche Gesellschaft, Sinn, mein Leben, und wir haben zuerst ein unmittelbares Sein. Und in diesem Zusammenhang auch das Baby, als Baby oder überhaupt wer Sein hat, möchte und zwar jetzt nicht ausgesprochen, möchte verstanden werden. Möchte verstanden werden. Und das drückt das Baby natürlich nicht so aus, dass er sagt, ich möchte verstanden werden, sondern es sucht einfach, im Normalfall hat es die Nähe der Mutter. Nähe des Vaters. Und es geht noch weiter jetzt, also Nähe, geht es jetzt Nähe der, nehmen wir der Großmutter, ich schreibe bitte der Oma, des Opas, der Geschwister. Und das geht jetzt so weiter noch. Und jetzt kommen wir am anderen Ende wieder zurück, eben zur menschlichen Gesellschaft. Also wir als Menschen werden im üblichen Sinne in eine menschliche Gesellschaft hineingeboren. Und das finden wir als selbstverständlich. Und die Frage ist jetzt, dass wenn die Wissenschaft jetzt Versuche unternimmt und sagt, das ist ja nur unser Alltagsverstand, das ist jetzt nur Common Sense, das ist nur Volksglaube. Und das Volk, was das Volk schon glaubt, das ist nicht sinnvoll. Und jetzt schreibe ich jetzt hin, Fragezeichen, nur Volksglaube. Also im Englischen ausgedrückt Volksglaube, Folk Psychology. Also Folk Psychology formuliert Stephen Stitch beispielsweise an der Graduate University of New York University, meint, dass die Annahme, dass wir eine Seele haben, nur dem Bedürfnis der Volksseele entspricht. Und deshalb ist das Folk Psychology. Aber wissenschaftliche Theorien, sagt man, haben bewiesen oder können zeigen, dass es dieses Selbst nicht gibt, und zwar deshalb, weil man Laborversuche macht, und wo im Labor kann man feststellen, dass jemand ein Selbst hat, ein unmittelbares Empfinden, denn unmittelbares Empfinden ist subjektiv. Also, jetzt fragen wir Volksglaube, jetzt ist es, ist Volksglaube nur so subjektiv, subjektiv wahrgenommen. Subjektiv wahrgenommen. Und jetzt ist die Frage, ob daraus folgt, wenn es nicht subjektiv wahrgenommen ist, machen wir nicht wirklich. Wirklich heißt, es hat in Wirklichkeit kein Sein. Also es ist nur subjektives Empfinden.
Und in Wirklichkeit, wenn man das in wissenschaftlich untersuchen, so wie wir das Wasser untersuchen und feststellen, es hat eine chemische Qualität, nämlich zwei Kohlenstoffmoleküle und ein Sauerstoffmolekül, H2O. Und wenn wir jetzt das chemisch untersuchen, was jetzt da das subjektive Empfinden ist, dann finden wir nicht so etwas. Und im 20. Jahrhundert gab es eine lange Tradition, ausgehend von einem Aufsatz von Rudolf Carnap 1915, wo man versucht hat, die Wissenschaften auf eine gleichmäßige Einheit zurückzuführen, beziehungsweise auf eine Disziplin, was die Physik war, dass man sagt, in Wirklichkeit gibt es da gar nichts und wir können alles zurückführen, nämlich zum Beispiel auf die Physik. Das war die Idee 1915 von Rudolf Carnap. Deshalb schreiben wir das da unten hin. Also das gehen wir hin, das schreiben wir 1915. Idee, Vorstellung der Einheitswissenschaft. Der Einheitswissenschaft. Das heißt, man hat sich gedacht, man reduziert es. Also, das Geistige und Mentale, nachdem man da nicht, wenn man da in den Kopf schaut, dann sieht man nicht, keine chemischen Strukturen, die man identifizieren könnte als unsere Gedanken. Also sagt man, unsere Gedanken lassen sich reduzieren auf das Hirn. Dann kommt man zur Biologie. Und jetzt untersucht man lange in der Biologie, wie kann man das erklären, man kann die Hirnareale feststellen, man findet für die motorischen Bahnen, also die aufsteigenden Bahnen sind die absteigenden Bahnen sind die motorischen, die aufsteigenden die sensiblen, man kann das, die Reizleitung überprüfen, man sieht, das geht. Und jetzt findet man für das, was eigentlich relevant ist, für unsere Empfindungen, für das, was wir denken, kein Korrelat im Gehirn. Dann geht man weiter eben zur Physiologie, untersucht eben zum Beispiel EEG, Hirnschall, anderes und stellt bestimmte Muster fest der Verarbeitung. Aber das, was unsere Gedanken sind, das finden wir noch immer nicht. Und dann geht man weiter, sagt man, die Physiologie, wie auch immer, man ist da weitergegangen. Wenn man jetzt fehlt das eigentlich, dass wir eben von der Biologie zur Chemie übergehen müssen. Also wenn wir jetzt die Chemie ganz gut untersuchen, dann müssen wir die chemischen Substanzen finden. Man findet auch Überträgersubstanzen, aber in den Überträgersubstanzen, da sind verschiedene Hormone relevant und andere Enzyme und so weiter, findet man eigentlich unsere Gedanken auch nicht. Und dann geht man zurück und dann sagt man, also wenn wir jetzt noch weiter schauen, dann müssen wir die physiologischen Abläufe untersuchen und zur Physik übergehen. Und deshalb war die Idee, dass man 1915, dass wir die Physik brauchen. Und alles lässt sich auf die Physik reduzieren. Und dann gleichzeitig hat man eben auch in der künstlichen Intelligenzforschung weitergeforscht und gedacht, dieses Subjektive, das ist uns suspekt. Also, die haben gesagt, die Theoretiker der Einheitswissenschaft haben gesagt, subjektiv ist suspekt. Das ist streng suspekt. Also, subjektiv, subjektives Wahrnehmen. Höchst suspekt und nicht wissenschaftlich. Also nicht nur suspekt, höchst suspekt und daraus folgt nicht wissenschaftlich. Denn was ist wissenschaftlich? Das wird heute noch an den meisten Universitäten gelernt und dafür werden auch die Studenten genervt und gedrillt und gewürgt und geknetet. Und nämlich so lange, es wird ihnen gesagt, also wenn sie das machen, dann gibt es kein sehr gut, nämlich wenn etwas nicht zählbar ist und nicht ablegbar, nicht wissenschaftlich, das heißt, ist nicht zählbar, nicht
nicht zählbar, nicht abwägbar. Die Frage ist jetzt, davon kann man nicht zählen und nicht wägen, aber wie machen das jetzt alle Wissenschaften, die mit den Menschen zu tun haben, die nicht mit der Waage arbeiten können? Also jetzt braucht man wissenschaftliche Methoden. Wie kommt man zu wissenschaftlichen Methoden, wenn man etwas untersuchen möchte, das man nicht wägen kann, nicht zählen kann, nicht in einem Labor zerstückeln kann, weil das, wenn man es anschaut, nichts da ist? Gedanken, wo, ich meine, der Einwand ist, selbst wenn Gott in unser Hirn sehen würde, dann würde da drinnen die Gedanken, also würde da nichts finden. Er würde da kein physikalisches Korrelat finden. Also physikalisches Korrelat, darum geht es. Also was sagt man? Also sagt man nicht zählbar, nicht abwiegbar. Das heißt, man sagt, man braucht in den Humanwissenschaften eben eine andere Methode. Also Methode zum Beispiel, die es auch gibt für Wettervorhersagen, das kann man ja auch nicht einfach abwiegen und einfach messen, aber es gibt so irgendwie Daten und beim Wetter möchte man ja nicht erst sagen, wie das Wetter ist, wenn es schon da ist, sondern man möchte Prognosen stellen. Also nicht zählbar, wie können dann Prognosen gestellt werden. Prognosen gestellt werden. Fragezeichen. Das ist nämlich der Sinn der Wissenschaft, Prognosen zu stellen. Also in ungefähr den kommenden Winter, der kommende Winter ist noch weit weg, aber dieser Winter zum Beispiel, da möchten zum Beispiel in bestimmten Regionen möchte man wissen, wird das Wetter weiterhin kalt, wird es kalt bleiben, werden die Meere zugefroren werden und was hat das für Auswirkungen auf die Vegetation? Und deshalb hat man, um Prognosen zu stellen, dann sagt man, man macht statistische Methoden. Im Gegensatz zur Physik, da waren wir noch anspruchsvoll, da meinte man, man möchte nomologisch-deduktive Methoden. Zum Beispiel nomologisch-deduktiv heißt, dass ich ein sozusagen Naturgesetz habe, wobei ich natürlich eine konkrete Einsetzung brauche und dann kann ich für alle Fälle, die darunter fallen, vorhersagen, was eintreten wird. Zum Beispiel wird eintreten, wenn man da auf den Lichtknopf drückt, wird eintreten, dass das Licht aus ist. Das ist ganz einfach. Bei statistischen Methoden, also zum Beispiel statistische Methoden, der Bauer möchte wissen, mit welcher Ernte er rechnen kann in diesem Herbst. Deshalb schaut er das Wetter an, ist eine Dürre, gibt es genug Niederschlag, gibt es auch Insekten, Parasiten, die das Obst kaputt machen. Dann wird eben seine Prognose variiert auf der Grundlage von statistischen Methoden, die man aus der Natur findet. Statistische Methoden. Und jetzt haben diese Psychologen dann gesagt, die Psychologen haben sich natürlich auch mit Beginn des 20. Jahrhunderts aus der Philosophie heraus entwickelt. Vorher war eigentlich alles Philosophie, auch die Philosophen haben gesagt, sie machen experimentelle Psychologie, sind aber natürlich von der Annahme ausgegangen, dass sich das Sein nicht reduzieren lässt auf die Empirie, obwohl man sich verschiedene Aspekte, verschiedene Phänomene genauer anschauen kann, zum Beispiel Gestalten und so weiter. Aber man ist davon ausgegangen, dass das eigentliche Bewusstsein immateriell ist und im Prinzip nicht unhintergehbar immateriell ist und wir auch natürlich, so wie das Baby hier, einen unmittelbaren Zugang haben. Also jetzt schreibe ich das mit ganz rot. Wir haben, das nennt man Introspektive, dann machen wir einen großen Punkt. Fähigkeiten. Und das Geistige ist, nicht reduzierbar. Ist in
materiell und verschieden vom physikalischen. Und genau diese Eigenschaft macht es möglich, dass wir auch über unseren Sinn, unseres Daseins nachdenken können, dass wir ein unmittelbares Empfinden haben und dass wir dieses sicher sein können über unser Empfinden und auch sagen können, das ist unsere Grundlage. Das heißt, und jetzt haben die eben, das sind die Philosophen und aus diesen heraus entstandenen psychologischen Theorien des 20. Jahrhunderts, die haben gesagt, das ist höchst suspekt, das Geistige ist in Wirklichkeit, gibt es gar nicht, sondern das ist nur eine Fiktion, es ist eine Fiktion und im Volksglauben verankert. Die sagen, deshalb schreibe ich das da oben nicht, weil die das sagen, das ist eine Fiktion. Und die haben jetzt gesagt, es gibt hier statistische Methoden, und wir verwenden die statistischen Methoden, das ist nur jetzt eine Methode, um dem Geistigen und dem Seelischen näher zu kommen. Also das ist zusammengefasst das Mentale aus dem griechischen Geist, oder das haben wir Nous, also wir haben die oberen Seelen, Nous und Doxa, es gibt da, also das machen wir nicht Geistiges, das Geistige ist immateriell, das Geistige ist immateriell und die Seele, also wir haben immer noch die Seele, das Geistige und die Seele ist immateriell. Also deshalb habe ich das als zwei Sätze. Also wir haben das Geistige. Und welche Methode schlagen jetzt jene vor, die aus dieser reduzierten, das ist die reduktionistische Tradition, sowohl in der Philosophie als auch in allen Humanwissenschaften. Also gegenwärtig versucht man natürlich aus dem Englischen übersetzt auch das Wort Geisteswissenschaften wegzubringen, weil man sagt, also Geisteswissenschaften, das hat eigentlich in der Weise keinen Sinn. Und statistische Methoden in Bezug auf das, was man jetzt Humanities nennt oder Geisteswissenschaften, sind zum Beispiel, was macht man? Fragebögen, Umfragen. Aber wie wir wissen, zum Beispiel, wenn man Umfragen macht, wenn man jemanden Schülern Beispiele gibt in der Mathematik, dann schwierige Beispiele, dann weiß man, dass der wird nur von 5% gelöst zum Beispiel. Und deshalb, weil die 95% falsch rechnen, sagen wir nicht, wir revidieren jetzt die Mathematik. Jetzt revidieren wir alles, ist 2 und 2 ist 5 und so weiter. Und 7 und 7 ist natürlich 9, weil das, also ich mache das jetzt mit einfachen Beispielen, sondern wir sagen, das ist falsch und das, und das andere ist richtig. Nicht aber in dem, jetzt, was die Leute daraus empfunden haben, Psychologie und Soziologie. Also das ist jetzt die wissenschaftliche Psychologie, also ich nenne dies Psychologie. Und eine Teildisziplin, die auch mit statistischen Arbeiten, das ist die neue, die wissenschaftliche Soziologie. Überschneidung ist natürlich, dass wir sagen, in der Psychologie, da werden Verhaltensweisen untersucht, in der Soziologie werden auch Verhaltensweisen untersucht, in der Soziologie werden halt in der Mikrostruktur zum Beispiel Familienverhältnisse untersucht und in der Makrosituation werden zum Beispiel Märkte und so weiter untersucht. Dasselbe macht die Psychologie, obwohl man sagt, natürlich auch in der wissenschaftlichen Psychologie es verschiedenste Schulen und so weiter gibt. Und wenn man die Psychoanalyse nimmt, so ist auch Freud ein Schüler des Philosophen gewesen, Franz Brentano. Franz Brentano hat natürlich gesagt, er hat das Intentionale, das Psychische als das Intentionale bestimmt. Also das, man kann halt etwas denken, ohne dass es vorhanden ist. Und ist natürlich immateriell. Hat auch vertreten Introspektion und so weiter. Und hat auch gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, wir als Menschen sind wie eine Einheit. Wir sind nicht so aufgeteilt, das Über-Ich, das Wo und das Es und das so weiter und so fort. Und da gibt es die verschiedenen Traditionen. Und natürlich gibt es die Ausnahmen, zum Beispiel Viktor Frankl und andere. Aber ich jetzt nehme ich diese, die jetzt sagt, sie geht in der Tradition weiter und nicht in der Psychotherapie. Die sagen, wir kommen mit statistischen Methoden aus und deshalb ist das gegenwärtig
das Erste, was eben jemand machen muss, wenn er Psychologie studiert, ist statistische Methoden, die verschiedenen mit Fragebogen, mit verschiedenen sozusagen Labortests und so weiter. Und jetzt steht dieses im Widerspruch eigentlich zu dem Ansatz, was eben das Geistige und das Seelische ist. Das Problem ist jetzt nur, also noch eine Nebenbemerkung, was psychotherapeutische Schulen gibt, da gibt es auf der Welt insgesamt 372 verschiedene psychologische Schulen. Und wenn jemand Psychotherapie macht, im Gegensatz zur Medizin, dann muss er nur drei Sachen aufschreiben, drei Ängste, Panik oder so, also ungefähr drei oder vier Diagnosen, und der kann dann alles, kriegt die Zulassung, Psychotherapeut, und kann alles behandeln. Und das ist dann alles behandeln, und das Gleichzeitige ist, man legiert einfach die Fragestellung mit Sinn. Bei der dann nach einem Sinn fragt, kriegt natürlich manchmal Schwierigkeiten, aber das ist so, dann sagt man, man muss das desensibilisieren. Man muss die Menschen an die Wirklichkeit anpassen, sonst funktionieren sie nicht. Und dann gibt es die weiteren, die daran interessiert sind, weil jetzt kommen wir wieder da hier zurück zur Biologie. Dann sagt man, die Menschen passen heutzutage nicht mehr in die Welt und deshalb muss man sie pharmakologisch stützen. Sie müssen flexibel sein, das und das machen. Und das, was ihnen aber genommen wird, ist eigentlich, dass sie selber in sich das, was für sie gut ist, finden können. Wenn das nicht im Ausbildungssystem, im Schulsystem negiert werden würde. Und das ist typisch für das 20. Jahrhundert. Und nachdem ich sehe, dass die Zeit knapp wird, muss ich, also das ist so der Anspruch, die Philosophie kann einen großen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft leisten, und zwar sowohl zu ihrem Schaden als auch zu ihrer eudaimonischen Entwicklung, also eudaimonischen zur harmonischen Entwicklung, ist ein besseres Wort. Also jetzt schreibe ich nochmal die Antwort auf, weil ich habe jetzt noch nichts gesagt, was jetzt human ist. Also wir haben jetzt, Schwarz habe ich geschrieben, eine wissenschaftliche Tradition, die typisch ist für das 20. Jahrhundert, ohne jetzt auf die Katastrophen eingehen zu wollen. Und wir haben einen Anspruch, den eigentlich alle Gesellschaften, seit es Menschen gibt, haben. Nämlich der Anspruch, so etwas wie einen Sinn im Leben zu haben, verstanden zu werden und auf der Grundlage auch, dass wir ein eigenes Empfinden für uns haben. Und wir haben ein Empfinden, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Und dieses Empfinden, das lässt sich jetzt nicht wegdiskutieren oder leugnen mit Hilfe der wissenschaftlichen Tradition. Und das ist jetzt einmal der Anspruch, der im Hintergrund steht und auch für meine Arbeit relevant ist. Und nicht wirklich, wahrgenommen, also sagt, jetzt mache ich Fragezeichen. Und ich bleibe auf dieser Seite. Und damit es nicht konfus wird, sage ich, ja, dieses Subjektive ist wirklich. Machen wir hier, ist wirklich. Und jetzt komme ich natürlich zu dem, was man Metaphysik nennt, zu unseren metaphysischen Fragestellungen, das eigentlich die Grundansprüche sind und die Grundfragestellung für unser menschliches Dasein. Also ist wirklich, das heißt, ich habe jetzt, das sind metaphysische. Grundlagen. Und jetzt stellt sich die Frage, stehen die metaphysischen Grundlagen im Widerspruch zur wissenschaftlichen Weltauffassung? Oder muss man sagen, wissenschaftliche Weltauffassung hat die Grenzen? Und in dem Moment, wo die wissenschaftliche Weltauffassung über ihre Grenzen geht, dann ist es nur so etwas wie wissenschaftlich begründete Ideologie. Also die sind aufgetreten gegen Ideologie. Die haben gerufen, keine Ideologie, keine Metaphysik. Wir machen nur das, was wir wägen können und zählen können und so weiter und so fort. Also ich gehe jetzt nicht ein auf Artificial Intelligence, das ist natürlich auch eine Tradition. Und jetzt sagt man, warum anerkennt die Wissenschaft ihre Grenzen nicht? Das ist jetzt die Fragestellung. Warum? Anerkennt die Wissenschaft
Barriere Grenzen nicht. Fragezeichen, warum anerkennt die Wissenschaft ihre Grenzen nicht? Das ist jetzt die Frage. Denn natürlich ist es so, wenn jemand zum Beispiel einen Schlaganfall hat, dann kann er teilweise nicht sprechen und so weiter. Das lässt sich aber nicht damit erklären, dass das Geistige darauf zurückführbar ist. Also wenn man in einer, zum Beispiel in einer Gruppe ist mit Neurologen und so weiter, also da war ich einmal eben auch in Peking eingeladen, da gibt es, also die Frage ist, wenn ich eine Wahrnehmung habe, dann habe ich natürlich eine, irgendwo eine Repräsentation. Wenn ich aber mir dessen aber nicht bewusst bin, also wir können in derselben Situation sein, etwas wahrnehmen, aber der eine wird sich einer Gegebenheit bewusst und der andere nicht. Und das lässt sich jetzt nicht mehr empirisch nachweisen. Sondern wenn wir kein Bewusstsein von etwas haben, dann ist es für uns auch nicht in der Weise wahrnehmbar. Aber etwas ist wahrnehmbar, obwohl es keine in der Weise feststellbare empirische Grundlage gibt. Und das lässt sich von vielen Beispielen zeigen. Und in der Weise ist das jetzt kein Einwand, dass Wissenschaft nicht etwas finden kann, auch die Neurologen und so weiter, was sehr wichtig ist. Aber es werden da die Grenzen übersehen und es wird darüber hinausgegangen, wenn nämlich dann auf etwas, wozu sie gar nichts sagen können, nämlich das Geistige und die Seele, damit gleichzeitig erklärt werden sollte. Und jetzt, wenn wir in unserer Gesellschaft sprechen von menschlich, die Menschen sprechen immer von menschlich, und das weiß heutzutage eigentlich gar niemand mehr von menschlich, was menschlich ist, was sind menschliche Werte. Also wir nehmen jetzt das die Tradition, wir nennen das die Tradition W, also für wissenschaftlich. Und wir nennen das die Tradition, das ist unsere Tradition, wir haben jetzt wissenschaftlich, der wissenschaftliche Mensch, weil wir haben so viel Information, 21. Jahrhundert, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Informationszeitalter, Wissenszeitalter, aber was genau? Und genau dieses, was jetzt die Metaphysik betrifft, was die metaphysischen Grundlagen betrifft, nämlich unsere Bedürfnisse nach unserem Sein, das beginnt mit unserem Wesen, das wird hier ausgeklammert und auch verstehen. Das heißt, die Wissenschaft, die Philosophie, die gehört keiner Disziplin, einer speziellen Disziplin an, wird aber Disziplin, wenn sie sagt, sie muss nur die Sprache untersuchen, die die Wissenschaftler machen, wie das beispielsweise die Wiener Kreisphilosophen gemacht haben. Der Anspruch der Philosophie ist jedoch eigentlich, die Wirklichkeit zu verstehen und sich nicht gefangen nehmen zu lassen von einer wissenschaftlichen Disziplin und sich neben diese Disziplinen zu stellen. Und in diesem Zusammenhang kann die Philosophie einen Beitrag leisten zu einer humanen Gesellschaft, wobei sie selber die Grundlagen erst einmal finden muss und auch sagen muss, was das ist. Denn wir kommen jetzt auf diesen Hintergrund. Wir haben leider, ich muss die zweite Seite nehmen. Genau. Jetzt menschliches Sein, also ich nehme das von vorne mit als den metaphysischen Begriff, der relevant ist, der eben unsere Seele, unser Denken und unser alles einschließt, wobei natürlich das dann so im menschlichen Sein ist, dass ich bin meine Seele und ich habe einen Körper. Ohne Körper können wir sehr schwer mit unserer Seele herumgehen und das ist aber kein Einwand. Und davon gehen wir aus. Das ist die Grundlage von diesem Sein für unsere menschlichen auch Werte, die sich natürlich nur dann verwirklichen können, wenn wir einen unmittelbaren Zugang zu uns haben und auch einen finden. Und auch wenn wir sehen, dass irgendwo was nicht zusammenstimmt, bevor wir das formulieren können, haben wir ein Empfinden. Und dann finden wir die Schwierigkeiten heraus oder auch, was unsere Zielsetzungen sind. Und also menschliches Sein, menschliche Werte, menschliches das ist Sein, nehmen wir dazu Dasein. Sein, menschliche Gesellschaft. Und
Und in diesem Sinne verstanden menschliche Gesellschaft, weil wir haben vorher gehabt, also ist eine Entwicklung humane Gesellschaft. Also die Antwort auf die Frage, ob Philosophie einen Beitrag zur humanen Entwicklung der Gesellschaft leisten kann, ist natürlich, dass sie das kann. Aber wir wissen auch, dass sie dazu beitragen kann, dass sie unsere Gesellschaft vernichtet. Und also beides geht. Vernichten und beitragen. Und jetzt müssen wir uns anschauen, mit welcher Philosophie wir es zu tun haben, welche die anerkennt, dass es eine Metaphysik gibt, die sagt, Wissenschaft ist zwar wichtig, wir müssen Krankheiten heilen, wir müssen Katastrophen verhindern, aber Wissenschaft muss ihre Grenzen kennen. Und in dem Moment, wo Wissenschaft verliert diesen Anspruch, die Grenzen zu kennen, wird sie eigentlich das, dass sie eigentlich unser Menschsein zerstört. Und die Aufgabe der Philosophie ist, genau darauf aufmerksam zu machen und auch daran weiterzuarbeiten, was das genuin, ich nenne das genuin Geistige, das genuin Menschliche ist. Weil ich würde sagen, das genuin, wenn ich ein menschliches Sein, genuin, also unseren Ursprung entsprechen, menschliches Sein. Und das ist natürlich auch die Vorstellung, dass wir uns irgendwie nicht selber geschaffen haben. Das würde gar nicht gehen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Frage, genuin menschlich, hier, menschliche Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund ist ja Philosophie kann und soll einen Beitrag einer humanen Entwicklung ja, jetzt geht es hier weiter. Gesellschaft und das ist auch der Sinn, warum wir weiter Philosophie machen sollten. Und dass wir auch diese Offenheit herstellen sollten für einen Dialog und für die Entwicklung einer harmonischen Gesellschaft. Also wir leisten sollen. Und zwar Ziel, harmonische Gesellschaft. Zerstörung erwähne ich hier nicht, aber wenn wir Ziel harmonische Gesellschaft, dann können sich alle an Pythagoras erinnern. Und der hat, dessen Idee war, also es gibt keine Dokumente dazu, aber rekonstruiert, dass die Welt aus der Harmonie entstanden ist. Und wiedergegeben ist das beispielsweise auch im Werk von Platon, im Timaios, wo die Welt aus der Harmonie entstanden ist und in Wirklichkeit die Materie im Hintergrund, das wird ihr Immaterielle, sie ist aus dem Immateriellen entstanden und das wirft natürlich sehr viele Fragen auf, aber die Idee, dass es aus etwas entstanden ist, was wir nicht weiter erklären können, das ist nach wie vor die Grundvoraussetzung. Und das anzuerkennen, schafft auch die Energie, die Kapazität, zu sagen, wann ist eine Richtung in einer Gesellschaft dazu da, um die Gesellschaft und uns Menschen zu zerstören und wann leistet sie einen wirklichen Beitrag für eigentlich unser Wohlergehen und auch um, also wenn wir uns, wenn es den Menschen, wenn sie sich selber gut fühlen heißt, dass sie verstanden werden, dass sie in einer emotionalen Beziehung leben, dann sind sie, ohne das auszusprechen, ein Beitrag zu einer harmonischen Gesellschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.
Was du? Mit einem Tisch jetzt. Okay, ja, kann machen. Ah, okay. Na, herzlichen Dank. So, ich habe es absichtlich gemacht, also dass wir auch länger Zeit haben, uns so auszutauschen. Und ich habe hier dann beim Rundentisch also die Frage gestellt, also Frage an das Publikum, welche Frage ihr schon immer einer Philosophin oder einem Frau Dr. Papst fragen wolltet. Ja, ich weiß, das war relativ kurz, aber ich brauche noch viel, viel mehr, um zu vermitteln. Ja, ich habe das in dieser Zeit versucht zusammenzufassen, was auch verständlich ist in dieser Zeit und was man auch mitnehmen kann. Deshalb habe ich nicht vorbereitet Folien, wo man das dann abwickelt, wo dann aber kein Dialog entsteht. Ja. Und diese Frage, diesen zweiten Punkt mit dem runden Tisch, die habe ich selber erst im Programm gesehen, aber danke, hat Spaß mit. Ich mache gerne. Ich habe mich im Programm gesehen. Das war eine sehr überraschende Sache. Ja. Bitte, wer hat? Ich möchte erstens einmal, ich kenne die Frau Dr. Papst jetzt auch schon ungefähr ein Jahr. Und für mich ist sie eine Löwin, die unter Tieren kämpft und dafür wahrscheinlich, wie sie kämpft, um das Bewusstsein unter den Menschen, die davon scheinbar sehr weit weggekommen sind. Ich habe nur ein breites Praktisches, was mich so begeistert an dem, was du sagst, weil eben dieses Immaterielle in uns, dieser Geist, der da in dem Auto sitzt und herumfährt mit dem Körper, das so ein wichtiges, eben, das ein wichtiges Bewusstsein ist. Ich habe Seminare gemacht mit jungen Leuten, über das, wie gehe ich um mit den älteren Menschen mit Behinderung, also die Behinderung an sich selber erleben und damit Verständnis entwickeln mit dem, der behindert ist. Und bei diesen Seminaren habe ich dann wirklich an einen Punkt gesagt, und wenn jemand eine Krankheit bekommt, zum Beispiel ein Schlaganfall, das ist etwas, was von heute auf morgen passiert, das ist wirklich ein gravierender Einschnitt, eine Halbseitenlänge, ne? Dass ich da den jungen Leuten gesagt, wisst ihr was, 70%, das, wie die Krankheit verläuft und welches Leben der Mensch nachher lebt, welche Qualität sein Leben hat, hängt davon ab, wie sehr er will. Die innere Kraft, weil ich bin Therapeutin und es gibt Menschen, wo man denkt, mein Gott, da wäre so viel drinnen. Aber wenn die Person selber das nicht, keine Sehnsucht hat, sagt, okay, das ist mir jetzt passiert, mein Leben ist jetzt anders, es wird nie sein wie vorher, aber das Leben ist wert, gelebt zu sein und ich investiere in das, dass ich den Alltag wieder schaffe, dass ich wieder einen Beruf ergreife, dass ich das und das und das wieder machen kann, möglichst normal. Das macht so viel aus. Und dann kann man erst helfen. Als Therapeutin bin ich ohnmächtig, wenn der Mensch nicht helfen kann. Dann muss ich dann nicht mehr erzählen. Genau. Also solange ein Mensch nicht erkennt oder man ihm sagt, dass es in ihm selber liegt, die Ansprüche zu stellen, dann kann man zwar, man kann von außen nur unterstützen, man kann nur unterstützen, aber man kann niemand eine Entscheidung abnehmen. Das geht nicht. Also im guten Licht und im schlechten Licht. Und dazu möchte ich sagen, ich war mal ein Jahr lang in Paris, ja, Französisch, meine Studien. Und da habe ich einen Menschen kennengelernt im Rahmen eines Vortrages, der hat auch einen Schlaganfall gehabt, war Arzt und hat doch einige Sprachen gesprochen, Französisch, Polnisch, Deutsch, Englisch, Hebräu und so weiter, hat einen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt und der hat sich selber trainiert, dass er die Sprachen wieder gelernt hat. Also das ist eine Konsequenz, die man eben auch haben muss. Und vor allem auch der Anspruch mit Gehen, also hat so ein Heimtrainer dann, dass man das langsam aufbauen muss. Und wenn wir jetzt andere beurteilen, ist es nicht zu sagen, also man muss, das ist so, das kann man niemandem sagen, er muss das machen oder so, sondern solange jemand das selber nicht erkennt, also sein eigenes Sinn, sein eigenes Sein und das verloren hat, zu sagen, also man merkt, wenn man etwas nicht bewegen kann oder wenn man merkt, wo man Schmerzen hat, dann müsste man eigentlich fragen, was man da tun sollte. Und wenn dieser Anspruch fehlt, dann ist es sehr schwer, vom Außen einzugreifen. Und auch da ist es dann die Frage, wie sollten wir das moralisch beurteilen? Das heißt, wenn wir können den Einzelnen nur hinführen, dass er darüber reflektiert, aber wir können das niemandem geben.
Und dann muss man dankbar sein, wenn man selber die Gabe hat, warum auch immer. Das weiß man nicht, dass man die Fragen stellt, obwohl das nicht üblich ist. Und warum mein Herr Kollege sie Schwierigkeiten hatten auszusprechen in Texicals, das ist, da komme ich zurück. Das heißt, wir sprechen in der Psychologie und überall so vieles. Und wenn man das über Schönes spricht, ist es sehr schwer, weil sich die Worte sehr schnell verlieren. Dann wird gesagt, es ist kitschig und so weiter und so fort. Und das ist aber keine Alternative, dass die Leute immer über Schlechtes, über Böses reden. Und wie ich das, und in der Wissenschaft ist es sehr schwer, weil wie findet man da einen Zugang, ohne dass man da geprügelt wird? Also da wird man ziemlich geprügelt. Ich meine, das ist jetzt metaphorisch ausgesprochen. Also wurde ich da eingeladen für einen Vortrag, das war schon vor vielen, vor einigen Jahrzehnten, nein, nicht so viel, einigen Jahrzehnten, also zum Bewusstsein einen Vortrag zu halten bei der Franz-Weber-Gesellschaft, die hier angesiedelt ist, aus Slowenien, Steiermark, weil das ein Philosoph war. Und dann beginne ich zu schreiben. Und mir hat alles nicht gefallen, weil irgendwie wollte ich nicht. Das heißt, man beginnt und man ist immer unzufrieden damit. Und dann ist es so, dann habe ich mir gedacht, weil ich eben auch mit Sprache Studien dazu habe, dass man mit dem Ausdruck, mit dem man auf uns, was jeder sagen kann, ich beginnt. Und ich, also da hat man einen unmittelbaren Zugang. Da braucht man aber auch nicht den Namen zu wissen, gar nichts. Und das kann eigentlich jeder von sich sagen, oder? Und jetzt habe ich dann in diesem Zusammenhang eine Arbeit gefunden von David Kaplan, und der hat geschrieben, die Indexe, also es gibt diese Ausdrücke, die waren eben, die sind in der Sprache deviant, weil normalerweise bilden wir einen Satz auf der Grundlage, zum Beispiel, ich nehme jetzt was Einfaches, der Himmel ist blau, da habe ich doch etwas, immerhin ein Bezugsobjekt, der Himmel, eine Farbe, und das ist ein vollständiger Satz, aber beim Ich ist es so, da kann jeder von sich Ich sagen. Das heißt, es ist es von Frege, das war Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, das sind deviante Wörter. Wir wollen vollständige Sätze. Die haben Schwierigkeiten gemacht. Und das andere, warum das Wort Ich Schwierigkeiten gemacht hat, ist, weil Descartes gesagt hat, cogito ergo sum. Und natürlich diese Tradition da, die Empiristen, also ja, bei denen angefangen ist Locke und Locke früher, die haben gesagt, wenn ich mich schaue, ich habe kein Ich, sondern es ist alles nur von außen. Und dann gab es den Ernst Mach, da gibt es die Analyse des Geistes, metaphysische Vorbemerkung, da sitzt da so das Bild von Mach und die Selbstanschauung jetzt, metaphorisch, also Selbstanschauung, und dann sagt er, wo in der Welt ist ein Ich zu sehen? Und da ist dieser Ausschnitt, also vom das Gesichtsfeld einfach. Das heißt, die Methode jetzt zu sagen, wo ist ein Ich zu sehen, eben in diesem, also das geht ja zurück, wir haben hier begonnen, in der empiristischen Tradition ist natürlich eine verfehlte Fragestellung. Aber jetzt habe ich dann dann gibt es diese indexikalischen Ausdrücke, sind die, wo ich mich unmittelbar auf etwas beziehe. Und zwar ich, also auf mich als Person, dann im Raum, eben räumlich, das ist auch unmittelbar gegeben, ist hier. Und jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, der eben auch ausdehnbar ist, und auch die kasale Umgebung. Also mit den indexikalischen Ausdrücken schaffe ich, also das habe ich hier weggelassen, eine metaphysische Erklärung also unseres Bewusstseins, unserer Bewusstseinsstruktur. Und deshalb ist es, wir haben ein Empfinden und einen unmittelbaren Zugang. Und der Vorteil ist, ich brauche jetzt nicht Relativist zu werden. Also Relativist heißt, dass es beliebig ist, weil ich sage, es gibt unser Bewusstsein ist so fein strukturiert, dass ich, oder auch unsere Welt, die Wahrnehmung, auch wenn es dafür keine empirischen Methoden in diesem wissenschaftlichen Paradigma gibt, so gibt es das. Also ich sage nicht, dass das jetzt was ausmacht, aber wenn das Buch hier liegt oder hier, ich nehme das als einfaches Beispiel, so wird es niemand bedrücken und so weiter, aber es kann im Zusammenhang eine Relevanz haben. Und deshalb, auch wenn das niemand erfasst ist, weiß das niemand, dass das so gewesen ist später. Nur ganz kurz hier. Aber wenn ich das fein strukturiere, habe ich eine metaphysische Grundlage auch für eine Wahrheitstheorie. Und sage, auch wenn ich das nicht erfassen kann, hat es ein Sein, im Raum des Seins, eine Wirklichkeit. Und das sieht man dann auch bei den Beziehungen. Das heißt, es geht um alle Kleinigkeiten, es ist wichtig.
Also nicht nur so die großen Programme, die die Leute vorstellen, wie soll man leben, was soll man machen, sondern es hat alles eine Relevanz. Und das Zweite, was ich da auftaue auf diesen indexikalischen Ausdrücken und der relationalen Struktur, dass die konsistent ist. Wenn wir konsistent sind, dann brauchen wir nicht uns anstrengen nachzudenken, wie das geht, dann entwickelt sich das selber. Und das hat und deshalb ist es auch, also ich meine, es gibt ja ganze Wissenschaften daraus, wo man in der Logik untersucht, Parakonsistenzen und die Leute sind widersprüchlich, wenn man sich diese ganzen Postmodernen dann anschaut, wo man sagt, einfach die Menschen, also die Psychologen haben das so gern, das ist halt da und das ist nicht wirklich und so weiter. Und was aber jetzt relevant ist mit Bezug auf unsere introspektiven Kapazitäten, dass wir genau darauf auch unser Selbstsein aufbauen und auch unsere eigene, dass wir Selbstvertrauen haben. Wir brauchen auch ein Selbstvertrauen, um ein Vertrauen zu fassen. Genau, also das war die Antwort und vielen Dank. Also Franzi, ich verstehe jetzt wirklich, wie soll Sie sagen, also dass in die Wissenschaft also sozusagen mehr, keinen Beitrag mehr leistet zur Entwicklung der Gesellschaft. Die Frage ist für mich, wenn Sie sagen, ist mir schon bewusst, dass Sie das sehr viele Gründe beziehen von Seiten der Wissenschaft, wie man sozusagen die Wirklichkeit, die vorhanden ist, also unser Bewusstsein als Realität, als Wirklichkeit, wie man das wirklich thematisieren kann, wie man sozusagen den Prügel oder den Krüppel umdrehen kann. Aber es gibt sicherlich also, einige, die eine spezielle Frage haben oder eben eine Frage, die Sie schon lang der Frau Dr. Papst stellen wollten. Ist da jemand? Okay. Ich habe eine Frage hier. Gibt es in der Philosophie irgendwo eine Strömung oder irgendetwas, das einmal diese wissenschaftszentrierte Begrifflichkeit aufs Korn nimmt? Weil, wieso heißt das metaphysisch? Metaphysisch heißt nur, dass es was ist, was über das Physische hinausgeht. Wieso heißt das Physische nicht metageistig? Das heißt, eigentlich metaphysisch ist entstanden, weil es gibt die Bücher der Physik von Aristoteles und die anderen hat er Metaphysik genannt. Ja, richtig, ja. Und im Prinzip braucht man nicht, ist das immer ein Streit, was ist metaphysisch. Also die Ausgangsfrage bei den Griechen war das Doon, das Sein, das Seiende. Und das, was man eigentlich jetzt gibt, ist, wir sehen und sehen was und so weiter. Und die Frage ist, was ist wirklich dahinter? Also was ist eigentlich wirklich dahinter? Hinter all dem, was wir sehen, wie können wir das erfassen? Wie können wir hier oben haben, also es war immer die Vorstellung früher, dass eben alles vom Göttlichen abgeleitet ist. Also auch unsere Ordnung in der Wirklichkeit ist abgeleitet von der göttlichen Ordnung. Die ist hier wiedergespiegelt. Und die Begrifflichkeit Metaphysik, die Frage, ob man das kritisiert, das ist so die logischen Positivisten, also der Wiener Kreis und so weiter, die haben ja Metaphysik abgelehnt, weil man gesagt hat, das ist einfach nur für das Volk, das ist eine Fehlleitung und so weiter. Und das ist eine Missinterpretation. Und man wollte das eigentlich alles weghaben, sondern hat gemeint, wir müssen das wirklich auf Fakten gründen. Und es gab natürlich da keine einheitliche Strömung und deshalb hat man gesagt, man möchte Physik nicht haben. Das ist natürlich Ontologie, was das Seiende ist. Und Erkenntnistheorie ist dann wieder was eben mit den Methoden zusammenhängt. Also Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie geht natürlich weiter. Wissenschaftstheorie. Und so etwas wie eine Schule, die sagt, also es gibt Kritik der Metaphysik, aber nicht was die Begrifflichkeit betrifft, Metaphysik. Weil sonst sagt man eben, empirische Wissenschaften oder ich sage auch einfach Philosophie, transdisziplinärer Ansatz, aber um sich abzugrenzen, ist das einfach so, dass man das gut verstehen kann und sagt, es gibt das, was man eben nicht wägen und zählen kann und sagt dafür Metaphysik. Also Metaphysik, das heißt,
dass wir nicht, dass es um Fragen geht, die sich nicht mit empirischen Methoden erfassen lassen. Das beansprucht das. Und Sie würden sagen, dass der Begriff nicht metageistig ist. Das ist so, man hat, eigentlich kann man für alles ein Meta bilden. Metatheorie, Meta, das kann man natürlich. Nein, ich meine, hier geht man von der Physik aus und schließt auf den eigentlichen Ursprung. Ja, das war die Philosophie. Das ist erst später eingeführt worden, dass man dazu Metaphysik sagt. Ja. Man muss das nicht sagen, sondern man macht einfach Philosophie und das ist selbstverständlich, dass es dazugehört. Und Philosophie aber so verstanden, nicht nur, dass es eine Metatheorie ist zu etwas, sondern dass es einen eigenen Erfahrungsbereich hat. Weil sonst ist es so, dass die nur... Ja, von dem ausgehend, deswegen meine ich ja, warum man das dann nicht, die physische Welt dann nicht metageistig nimmt. Und wo geht man aus? Was ist der Ursprung? Nein, es ist so, dass natürlich kann ich so esse et acifere. Also man kann auch sein, also das gibt den Barclay, es gibt natürlich auch Philosophen, und das sagen, Sein ist wahrgenommen werden auf Deutsch. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Sein ist wahrgenommen werden, wenn ich das auf mich beziehe, ich drehe mich um und jetzt müssen Sie weg sein. Also das kommt, also ich nehme Sie nicht wahr. Und das Problem ist, jetzt drehe ich mich aber wieder um und jetzt sehe ich, sind Sie noch immer da. Und erst wenn ich gesagt habe, das heißt, das Problem ist, man kommt dann, da muss man jetzt begründen, warum? Wenn ich zum Beispiel hinausgehe, nicht da bin, dann müssen Sie alle weg sein. Und jetzt ist es so, dann brauche ich eine lange Theorie, das kann man schon machen. Ich erkläre, das ist so, der Berkeley macht das mit Gott. Also das ist so, weil Gott sie denkt, sind sie noch da. Auch wenn ich mich umdrehe, sie sehen, ich habe eine Lösung. Also, gut, eben. Das kann man schon lösen. Also das ist nur, ich brauche ein bisschen kompliziert, und jetzt dürfen Sie aber nicht sagen, sie glauben nicht an Gott. Dann bringen Sie mich wieder in Schwierigkeiten. Jetzt muss ich den Gott beweisen. Also... Aber man sieht es nicht, man sieht den Gott nicht, was man spürt, oder? Und wie spürt man, wo der Liebe ist, ist der Gott? Ja, das kann das ich schon, aber... Das ist meine Philosophie. Gut. Also ja, dann habe ich nicht, aber dann, erkennen. Aber damit kommen Sie in meine Realität nicht zurück. Für mich, Sie existieren dann trotzdem nicht. Also wenn ich Gott spüre und ich hinausgehe und ich sage, esse et percipere, dann habe ich nicht die Garantie, dass Sie noch existieren, selbst wenn ich weiß, dass ich existiere. Und ich möchte auch, dass Sie noch existieren. Also deshalb komme ich mit dieser Fassung, man kann das ausarbeiten, das hat doch jemand gemacht, gibt es auch. Aber es ist natürlich kompliziert. Und ich glaube, der Gott erscheint in jedem Mensch, wo der Liebe strahlt, wie man sich empfindet, den anderen gegenüber. Und für mich ist diese unerklärbare, aber spürbare, also dass ich wahrnehmen kann, dass sie zu guten Menschen dazugehört und tendiert. Für mich ist dieser Glaube, dass man nicht sagen, nur in der Kirche zu gehen, und man hat Glaube an Gott. Kann sein, dass andere heißt Allah, und ich glaube, das ist eine gute Lösung, aber ich überwunde an, also an der Seele, ich will gar nicht vorstellen, Macht da ist. Und das Ganze. Und so entwickelt sich. Ja, danke für Ihren Beitrag. Also die Frage hier war ein bisschen eine andere, wo wir wissen wollen, ob wir sagen könnten, metageistig. Also metageistig ist grundlegend ist unser Geist. Und alles, was darüber hinausgeht, ist jetzt, auch das Physikalische, ist jetzt metageistig. Und zu dieser Frage sind wir dann so gekommen, dass ich das lange begründen müsste und Gott einführen müsste. Das müsste ich dann, also war ich jetzt zufrieden. Dass ich und das ist jetzt die andere Frage jetzt. Also wir anerkennen, dass wir existieren. Das haben wir anerkannt. Und jetzt ist so, habe ich eine unmittelbare Erfahrung. Ja, es gibt religiöse Erfahrungen. Also auch, dass ich ein... sozusagen, dass man sich seiner sicher ist, auch wenn es in Schwierigkeiten, in einer schwierigen Welt ist. Und beispielsweise gibt es im Alten Testament David, also jemand sagt, so betet einen anderen Gott an und er lehnt es ab und dann wird dafür bestraft.
und er nimmt die Strafe auf sich, aber die Strafe hat auf ihn keine Wirkung, ganz einfach deshalb, weil er glaubt. Also wenn wir Selbstvertrauen haben, dann können wir eigentlich vieles bewältigen. Ja, das ist eine sehr gute Bemerkung. Nachdem... ja. Sie ist eine harmonische Gesellschaft. Wie definiert man eine harmonische Gesellschaft? Bitte? Wie definiert man eine harmonische Gesellschaft? Also das ist so, zunächst einmal sind wir jetzt im metaphysischen Bereich. In der Wissenschaft haben wir die Gewohnheit, und wir haben uns im 20. Jahrhundert angewöhnt, und das wird schon den kleinen Kindern angewöhnt, zu sagen, bitte definieren Sie, was Sie sagen, definieren. Also, bitte, definieren Sie. Und die Kinder dann bitte einfach Definition. Doppelpunkt. Wir haben im vorigen Jahrhundert eine große Fortschritte gemacht in der Wissenschaft. Wir haben sehr vieles chemisch bestimmen können. Wir haben in der Mathematik Widersprüche gefunden. Wir haben Methoden gefunden, wie wir Probleme lösen. Und es gab nie so viele technische Entwicklungen wie im 20. Jahrhundert, in keinem Jahrhundert davor. Und dann gab es, also haben wir gesagt, in unserem Paradigma, also ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir alles erklären, wir können Wasser bestimmen, nur wir uns selber. Uns selber können wir nicht bestimmen, wir Menschen. Also hat man da in der Computer gefunden, von Neumann Computer, dann eben bessere Computer, zum Beispiel die neuralen Netzwerke, und da wissen wir, dass sich das selber clustert. Und jetzt haben wir gesagt, das ist das naturwissenschaftliche Paradigma, nennen wir das Definition und naturwissenschaftliches Paradigma. Paradigma ist etwas, das man schaut, dass man es in einem bestimmten Zusammenhang erklärt. Zum Beispiel, dass wir, ein Paradigma ist, dass wir im heliozentrischen Weltbild leben. Wir glauben, die Sonne ist im Mittelpunkt und alle Planeten im Sonnensystem kreisen um die Sonne. Früher haben wir geglaubt, die Erde ist der Mittelpunkt. Kann man lange wissenschaftlich belegen, dass es ein guter Gedanke war, auf Grundlage der Experimente, die man machen konnte. Und das nennt man ein Paradigma, das haben wir dann umgestoßen. Also jetzt ist es davor. Und jetzt hat sich das durchgedacht, das naturwissenschaftliche Paradigma ist jenes, wo wir Daten haben, die wir zu einer Theorie zusammenfassen können. Also kurz vereinfacht ausgedrückt Wegen und Ziel. Und in diesen können wir immer bestimmen, was er ist. Also manche Sachen können wir nicht bestimmen, die akzeptieren wir als vorausgesetzt, wie zum Beispiel Energie, also Licht, Energie und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, haben wir das Problem, mit Menschen haben wir das Problem gehabt, dass der noch immer so subjektiv veranlagt war, Introspektion angenommen hat. Jetzt haben wir gesagt, weg mit dem Bredano, dem Lehrstuhl, wir kriegen geben den dem Mach oder jemanden. Und jetzt hat man da im letzten Jahrhundert, also so in den 70er Jahren, Naming and Necessity, hat man gesagt, man kann ja jetzt hypothetisch annehmen, Denken ist einfach dieser hypothetische Begriff C-Phase-Erregung. Begriff Naming Necessity, das heißt, man hat eine Entsprechung, man muss es nur jetzt noch finden, genau. Definition. Und jetzt ist es so, warum ich nie von Definition, und warum ich das verfehlt halte, den Begriff aus Definition für im kulturellen, also im mentalen Kontext anzuwenden. Das heißt, ich habe Charakterisierungen. Ich habe Charakterisierungen, würde aber nicht sagen, es ist eine Definition im Sinne von, also was immer gesagt wird, bitte definieren Sie, das wird in den Schulen immer das Erste, definieren Sie. Und der Einwand ist, dass, also auch was ich den Studenten sage, ich muss da nicht definieren, sondern ich sage, ich habe eine Charakterisierung. Ich nehme bestimmte Phänomene zusammen
Und das macht es aus. Also eine harmonische Gesellschaft ist natürlich eine, wo ich den Einzelnen als Mensch anerkenne, auch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen den Phänomenen und so weiter. Das heißt, ich nehme ihn ernst. Er hat eine Identität und möchte verstanden werden. Das heißt, und jetzt habe ich eine harmonische Gesellschaft, ist natürlich eine lebendige Gesellschaft, die sich entwickelt, auch mit dass man sich streitet und so weiter. Aber wir haben eine Grundeinstellung, dass wir den anderen vertrauen, uns vertrauen können und respektieren ihn, dass er etwas anders sieht, als wir sind. Und deshalb kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung. Und als Beispiel nehme ich immer zum Beispiel, wenn wir in die Literatur schauen, warum haben wir, kommen in einer Tragödie die Leute ums Leben und wir haben eine Komödie. Das heißt, wenn ein anderer den versteht, das ist einfach sein Sein und ich anerkenne das, dann kann ich ja mit der gut leben. Aber wenn jetzt einer auf dem anderen sein Sein nicht anerkennt, dann kommt es zu einem Konflikt, der eben tödlich ausgeht. Das heißt, wir brauchen die Voraussetzung für die harmonische Gesellschaft, dass jeder sein eigenes Sein wahrnimmt, dass er ernst nimmt und nicht nur sagt, also ich möchte eine Karriere machen, bin da und dort und ich bin eigentlich ein zerstörtes Subjekt. Also wie das sehr oft ist. Und die zerstört sind, die glauben, dass sie den Anspruch haben, auch den anderen zu zerstören. Deshalb ist die Voraussetzung für eine harmonische Gesellschaft sozusagen der Mensch, der sein Sein empfindet. Und die Gesellschaft der Menschen, die ihr Sein empfinden, die sind eher ipso harmonisch. Die Frage stellt, also bitte. Ja, ich wollte schon immer einen Philosophen etwas fragen, und zwar, so wie Sie auch gemeint haben, Frankreich nehmen wir es jetzt mal her, die Kinder in unserer Schule oder eben die Jugend, die lernen Französisch, kommt in das Land oder liest der Zeitung, dann kann sie eben dieses Gelernte einsetzen. Bei der Philosophie, da lernt man das und kann es sofort übermitteln. Und ich verstehe Philosophie, eben die Suche nach der Weisheit, nicht natürlich so wie ein Messer, mit dem man Butterbrot streichen kann, aber auch jemanden hineinjagen, ne? Trotzdem mit der Ethik und mit der Moral und mit den ideellen Vorstellungen, die damit einhergehen, ist es für mich bis jetzt so richtig verabsäumt, das allgemeinverständlich zu machen. Wir sitzen hier und fragen uns schon einiges, und warum lassen wir die Nachkommenden quasi immer gegen die Wand laufen, was wir schon weitergeben können? Oder wie sehen Sie das als Philosoph? Ich meine, das ist wirklich ein Problem der Philosophie. Warum wird das nicht weitergegeben? Ja. Also das ist ein ernsthaftes Defizit, und ich versuche das zu ändern. Und dann ist eine harmonische Gesellschaft auch möglich. Ja. Und das geht meistens auch auf Theorien zurück, wo man meint, zuerst muss alles Praktische sein und dann darf man erst Philosophie machen. Das ist aber eine Fehleinstellung. Das ist eine Fehleinstellung. Das geht über das Praktische hinaus. Genau, also das ist begleitend eigentlich von, deshalb habe ich da das Baby genommen, vom Baby auf eigentlich. Und wenn man dem Baby das Kind wachsen lässt und das die Fragen stellen lässt, dann befasst es sich von selber damit. Aber man findet von der Psychologie aus, dass es sogar gefährlich, nach dem Sinn zu fragen. Gefährlich. Sehr gefährlich. Also man findet, das ist nicht, man braucht es nicht. Genau. Vor dem Hintergrund, man sagt, wozu braucht man das eigentlich? Und früher gehört, das gehört aber elementar zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Also es ist eigentlich, ohne Philosophie, ohne diese Gedanken geht eine Persönlichkeitsentwicklung nicht. Und das ist jetzt zu, man sieht es im Bildungsbereich und im Schulbereich zu wenig, dass man sagt, das ist von Grund auf begleitend. Das ist wirklich ein Defizit. Und das Problem ist, dass auch die Lehrer das nicht mehr haben. Die machen einfach ein Fach, sagen, man muss das und das sprechen, das muss gar nichts heißen. Also das ist so, ich habe da auch, geprüft einmal, also als ich für Forschungsarbeit in Belgien war, habe ich für das Goethe-Institut geprüft, die deutschen Sprachdiplome, alles, da war ich dabei. Und die Lehrer haben die Vorgaben, wirklich, die Lehrer haben die Vorgaben. Also die Lehrer haben Vorgaben, die den Schülern kritisches Denken beizubringen. Aber kritisches Denken ist nicht, dass jemand denkt, sondern er muss einfach das Gegenteil sagen, was der andere sagt.
Und die Lehrer haben die Anhalter, also das gibt so immer ein Gespräch zwischen Lehrern und dem Prüfling. Und das ist so, da muss immer die Gegenposition haben. Das ist auch völlig unsinnig, wenn jemand was Interessantes sagt, dann soll man das ausbauen und das hat damit zu tun. Und heute sagt man den Studenten und allen, sie müssen kritisch denken, dann müssen da meinen sie, wenn der Lehrer sagt, müssen sie das Gegenteil sagen. Und sie nehmen nicht auf, was gut ist, was ist ein guter Gedanke und so weiter. Und das ist ein Defizit eigentlich im ganzen Schulsystem und eigentlich in allen Disziplinen, die mit Sprache zu tun haben. Das ist nicht so, dass man sagt, er hat einen guten Gedanken, den soll er entwickeln, den soll er fortsetzen, sondern es ist einfach so wie ein Animationsprogramm. Und das ist aber frustrierend, weil natürlich jeder nicht seine Gedanken ausdrücken kann, was eigentlich der Sinn der Sprache ist. Und Sprache lernt man ja nicht, und da, also Sprachunterricht hat man nicht, dass die Lehrer da ist und sagt, da und der Fehler, sondern ist eigentlich gedacht zur Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich muss man auch schreiben können und das gehört dazu, aber wesentlich, um einen Gedanken auszudrücken. Und das ist nicht so einfach, das, was man sich denkt, in eine bestimmte Struktur zu bringen, entsprechend einer bestimmten natürlichen Sprache. Und das ist eigentlich die Übung. Gut, und deshalb zurück zu Ihnen auch, warum man da jetzt nicht das naturwissenschaftliche Paradigma übernehmen muss, das immer sagt, definieren. Also man muss das nicht machen, also ich mache das beispielsweise nicht, ich sage, ich definiere da gar nicht, sondern ich habe Charakteristika. Und deshalb ist das offen. Und das, was ich auch nicht verstehe, warum das so ist mit den Geisteswissenschaften ist, die haben im 20. Jahrhundert dann einen Minderwertigkeitskomplex gekriegt. Also was sie dann in den Sprachstudien machen, ist Word Frequency und so weiter, wie oft kommen Wörter vor. Deshalb kann man die Sprachbücher machen, die Kinder sollen die Wörter können, die zu 80% vorkommen und so weiter. Sie lernen eigentlich gar nicht mehr einen Sprachgebrauch, wo man Gedanken ausdrückt, sondern man sagt, das braucht man ja auch nicht, man braucht die Wörter auch nicht. Und in der nächsten Folge kommt man, sagt man, ach, Dostoevsky, aber der ist ja falsch übersetzt. Denn wo gibt es denn einen Dämonen und Geist? Also muss man das umsetzen. Also auch wenn Leute jetzt neue Übersetzungen machen, dann verschwinden eigentlich Begriffe, weil sie sagen, das gibt es gar nicht. Das muss man jetzt anders übersetzen, sonst verstehen die Leute das nicht. Und wir sehen, wir können damit eine Kultur zerstören. Und das wird auch gemacht. Ganz bewusst. Ne? Ja, ganz bewusst. Also finden Sie das auch bedauerlich? Ja, finde ich auch. Äußerst bedauerlich. Ne? Ja. Gibt es da eigentlich einen Ethik, also Kurs in der Schule, also angeführt wird, weil das kenne ich noch in Asien aus, ich kann nur mal von meinen Erfahrungen also sprechen. Und ich weiß nicht, die Kinder, so bald wie möglich angeschult ist, ob dieses Kurs also aus dem Blick beinhaltet, wenn auch von der Schule gelehrt wird. Weil das ist eine Ethik, so eine Grundlage. Also für uns ist es so, wie alle Menschen, die sich dass in der Schule Religionsunterricht angeboten wird. Und der Religionsunterricht sollte eigentlich der Ethikunterricht sein. Aber es ist eigentlich kein Ethikunterricht, weil es eben Religionsunterricht ist. Und das hängt jetzt vom Unterrichteten ab, ob er Ethik einbezieht oder wie er das machen kann. Aber es ist leider, sind alle Bestrebungen fehlgeschlagen, dass man im Schulsystem bei uns, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, das Fach Ethik integrieren könnte. Das wäre ein Anspruch, den man gemeinsam bewältigen könnte, ja, weil ich glaube auch, dass das sehr wichtig wäre. Der wird immer wichtiger, Sitten und Gebräuche. Ne? Ja, aber auch in den Sprachbüchern sieht man, die verschwinden da auch. Das wird, also auch in der, also die Kinder haben das in der Sprache nicht mehr. Also gegenwärtig ist es ja sowieso eine Katastrophe, weil um Gottes Willen, das sind so, es gibt einen Krampus, einen Nikolaus und einen Knecht. Das ist ja so politisch inkorrekt und so weiter. Also so wie gegenwärtig, also Sprachkorrektur betrieben. Und eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung, wo man sich mit dem anderen auseinandersetzt, verhindert. Ja, welche Hoffnung gibt es dann für die Zukunft? Also für die Zukunft gibt es zumindest den Versuch, dass man schaut, dass man das doch wieder integriert in das Schulsystem. Das ist aber nicht so einfach, muss ich sagen. Also das ist nicht so einfach. Also ich habe jetzt einmal beschlossen, dass ich möglicherweise einmal mit dem Ministerium Kontakt aufnehme und das langsam aufbaue. Frage, können zum Beispiel Lehrer, sagen wir so, unterschwellig das einbauen oder wird das... Also wenn ich jetzt ein Lehrer bin, ja? Ja.
und sage jetzt angenommen, ich bin Religionslehrer, ja, da könnte das ja eigentlich, ich bin ja frei, oder? Es ist ja nicht, ja. Es ist ja nicht wirklich vorgeschrieben, dass man nur Bibel im Prinzip wäre es jeden Lehrer freigestellt, im Prinzip wäre es jeden Sprachlehrer freigestellt, es könnte jeder Lehrer das einbringen, aber die Lehrer machen das nicht, weil es für sie möglich ist, also weil sie, wenn ihnen selber der Anspruch gilt, dann machen sie das nicht, und wenn sie der Ausbildung nicht vorkommt, dann finden sie, das ist das Problem. Das Problem ist, dass, und mir ist aufgefallen, vor allem in der deutschsprachigen Kultur, im Poststrukturalismus, Postmoderne und so weiter, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, sagt man dann, wenn jemand Werte vertritt, das ist faschistoid, wenn man sagt, der Nationalsozialismus, die haben Werte vertreten, Goethe, nieder mit Goethe, das hat sich ein bisschen geändert jetzt. Und die Frage ist, welchen Wert hat denn die Gesellschaft, die keine Werte hat? Und dann sagt man, das sind wirtschaftliche Beziehungen, also man deckt das ab, wo es Geld gibt, was ist was Gutes, mit Geld und so weiter. Und dann wird es reduziert eigentlich auf Geld. Und das spielt sich eigentlich in jedem Sprachunterricht wieder. Und nirgendwo sind die Leute so irgendwie so gehässig, als ich finde, wie in den, zum Beispiel in den Sprachen. Also wo jeder so Pseudopsychologe ist, den anderen interpretiert, was ihr gar nichts zu tun hat, also eigentlich ein Verständnis stört und nicht sagt den anderen, der entwickelt das hat diesen Gedanken, sondern dieser Gedanke ist pathologisch, weil die Psychologen das sagen und so weiter, also fast jeder Gedanke ist, den man selber fasst, ist in also dieser Perspektive pathologisch. Oder wenn es nicht in einer Erläuterung zu einem Verb steht, dann ist das nicht akzeptabel und kein guter Text, sondern muss irgendwie übereinstimmen, weil die Lehrer selber nicht mehr denken. Das ist das Problem. Also ich habe das vielfach erfahren, auch immer so als Nebenjob ein bisschen unterrichtet habe auch. Und da manchmal, also ich bin da in Lehrerkreisen und ich bin als Philosophin in Philosophenkreisen. In Philosophenkreisen gibt es nicht viele Frauen und so weiter. Also fast keine, also in oberer Ebene. Und dann ist man in Lehrerkreisen und da muss ich immer schweigen, weil die finden das suspekt. Und ein Germanist, bei dem ich eine Prüfungsarbeit schreiben musste, hat mir gesagt, dass die Philosophen als Germanisten ungeeignet sind, weil sie im Überbau leben. Allererstens ist er der hat Melcher, der hat das Franz Naul Institut in Graz für österreichische Literatur. Und die machen deshalb auch Literaturinterpretation nur sozialtheoretisch. Also das ist alles aus schlechten Bedingungen zu erklären, aber in dem Moment, dass es eine philosophische Tradition gibt, lehnen die das in dieser Schule der sozialtheoretischen Interpretation von Texten einfach ab. Und so kommen auch die Leute zustande und die sagen, wenn etwas gut ist, dann ist das kitschig und dann sind die ein bisschen naiv und so weiter und die sehen die Wirklichkeit nicht. Und die erklären alle Wirklichkeit, wo es einfach wo es um Fäkalausdrücke geht, also das ist die Nachkriegsfäkalliteratur. Und es ist so, aber dasselbe ist, wenn jemand Musik studiert und etwas komponiert, wenn das nicht dem Klischee entspricht, also der möchte etwas ausdrücken und das gibt es nicht, wenn man sagt, es ist zu altmodisch, das möchte niemand hören. Und der wird nicht... Das ist ein Problem. Und das ist das Problem, ja. Ja. Sie haben vorher erwähnt, das kritische Denken, das damit gemeint ist, wenn jemand etwas sagt, immer die Gegenposition dazu einzunehmen. Aber irgendwie so wie ich den Begriff halt kennengelernt habe, ist halt mit kritischem Denken irgendwie mehr das Hinterfragen gemeint. Dass man, wenn eine Aussage getroffen wird von jemandem, dass man einfach sieht, okay, ist das, worauf er das aufbaut, ist das korrekt, nachvollziehbar oder eben nicht? Weil ich meine, kritisch heißt ja nicht, dass es negativ sein muss, es gibt ja positive Kritik, negative Kritik. Und insofern einfach das zu hinterfragen, oder also ich wollte nur fragen, wie Sie das konkret sehen oder ob ich das jetzt so korrekt verstanden habe. Wie Sie das meinen. Also kritisches Denken hat wirklich gibt es eine Tradition, also die kritische Theorie und so weiter, wo man sagt, etwas stimmt oder zusammen, das heißt, es ist eigentlich ein weiter Bereich. Das ist aber jetzt so, wie Sie kommen zu etwas und Sie stimmen dem eigentlich gar nicht zu und haben da eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also dann sagen Sie, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Aber der Lehrer sagt jetzt, aber irgendwie müssen Sie da selber was finden und Sie haben gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Also
Und das die Frage ist, jetzt ist, können Sie aber nicht sagen, dass Sie nichts haben. Und dann wird das kritische Denken immer im verbalen Kontext gelassen. Das heißt, und in Wirklichkeit müsste man eigentlich ziemlich viel von der Wirklichkeit erfassen, um sich äußern zu können. Also nicht nur etwas dazu zu sagen, so oder so. Das ist für kritisches Denken eigentlich dann also zu wenig. Also kritisches Denken ist nicht, ich schaue mir die Basis von dieser Aussage an, komme zum Schluss, ja, so diese Basis ist vollkommen korrekt, ich kann das nachvollziehen und das passt. Also das reicht ja nicht, das ist kein kritisches Denken, ja, oder? So wird es meistens interpretiert, dass das kein kritisches Denken ist. Und das ist das Problem. Das ist zu wenig kritisch. Das ist zu wenig kritisch. Das ist die Problematik. Und dort, wo die Leute dann als Prüfer auftreten, ist es tatsächlich so, dass das wirklich nur ein, wie soll ich sagen, ein leeres Sprachspiel ist, wenn man das so ausdrücken kann. Ja. Ja, ohne dass jemand etwas, weil sonst möchten wir etwas sagen und nur dann etwas sagen, wenn wir etwas meinen. Und deshalb sollten wir auch schweigen können, weil wir müssen nicht, wir können wirklich, wir haben nicht die Kapazität, dass wir über alles nachdenken und sagen, man kann das offen lassen. Und das wäre eigentlich der Anspruch, weil dann hätte man mehr Zeit zum Nachdenken. Man kann da nicht zu allem etwas sagen und soll sich ein Urteil bilden, sondern da kann man das dann offen lassen. Und das ist irgendwie auch aus der Kultur weggekommen. Dann möchte ich danke sonst, dass einige Fragen gegeben haben zum Nachdenken. Ja. Ich schlage vor, noch einen Applaus. Ich übergebe wieder an den Gregor, dass er das nächste Mal. Ja, nochmal von meiner Seite vielen herzlichen Dank für den exzellenten Vortrag. Ich darf jetzt gleich weiterleiten zu unserem nächsten Vortrag.